Ich bin ein bayerischer Polizist, der an dem Hambacher Fest teilgenommen hat. Es geht nach unten, oder? Genau, das heißt, wir müssen nach unten wollen, ja. Genau. Mal um, das Y. Hier dann auch so ein Quiz, um das Vokabular zu lernen. Die Teams können sich dann hier quizzen. Ja. Wir haben die kognitive Aktivierung, wo wir auch den Fokus bei der Analyse des Videos drauflegen sollten. Es geht um innovative Wege in der Lehramtsausbildung, wenn die Kameras ausgepackt, die Mikrofone installiert und die Computer eingerichtet werden. Dann verwandeln sich Seminarräume in Forschungslabore. An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz haben sich vier Partner zu einem interdisziplinären Projekt zusammengeschlossen. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Denn das Ziel ist die bessere Verzahnung von Theorie und Praxis. Das Lehr-Lern-Labor hier in Mainz besteht daraus, dass Studierende an die Schulen gehen oder Schulenklassen hierher kommen und Unterricht, den sie vorher vorbereitet haben, in diesen Klassen durchführen. Wir diesen videografieren und die Studierenden anschließend diesen eingehend analysieren. Die Historie der deutschen und europäischen Demokratie will der Leistungskurs Geschichte des Gymnasiums Niederulm erkunden. Im Hambacher Schloss treffen die 12. Klässler auf Lehramtsstudierende. Lies gerade mal kurz durch und dann fasst du mal kurz zusammen, was es eigentlich sein soll. Die Studierenden aus dem Fachbereich Geschichte der Johannes-Gutenberg-Universität haben sich 14 Wochen lang auf dieses Lehr-Lern-Forschungslabor vorbereitet. In Kleingruppen bearbeiten die Schülerinnen und Schüler vielschichtige Fragestellungen zur Wirkung des Hambacher Festes damals und heute. Nun erweist sich, ob die Aufgaben zur selbstständigen Auseinandersetzung mit dem historischen Thema geeignet sind. Der Anspruch ist hoch. Ja, der Leistungskurs, das sind ja Schüler, die sich aktiv für mehr Geschichtsunterricht in der Oberstufe entschieden haben. Und da reicht es natürlich nicht aus, einfach nur den Stoff aus dem Schulbuch zu machen, sondern da muss man die Schüler so ein bisschen herausfordern. Und dafür ist natürlich dieses Lern-Lehr-Labor eine super Gelegenheit. Und eine kreative Möglichkeit, hineinzuschlüpfen in das Jahr 1832. Was für ein Tag, ein Erfolg auf ganzer Linie. Wo wir mit 3000 Teilnehmern gerechnet haben, standen auf einmal 30.000 mutige Studenten, Männer und Frauen aus dem ganzen Lande und sogar aus Polen im schönen Hambach, um mit uns ein Fest der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Patriotismus zu feiern. Für uns ist wichtig in dem Lehr-Lern-Labor, dass wir Geschichte an außerschulischen Lernorten beginnen, dass wir uns mit Geschichtskultur auseinandersetzen. Gerade diese geschichtskulturellen Themen, die Frage, wie geht man mit Geschichte um, sind für uns sehr wichtig, weil wir einfach denken, dass damit gesellschaftliche Relevanz im Geschichtsunterricht erreicht wird. Und das zweite Feld, das wir zu vertiefen versuchen, ist ein didaktisches Feld, in dem wir die kognitive Aktivierung in unserem Projekt ganz nach oben gehoben haben. Versuchen wir, historisches Denken in einer besonderen Weise zu fördern. Am zweiten Tag kommen die Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses nach Mainz in die Universität. Die Seminarräume wurden vorher mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet und die folgenden 4 Stunden Geschichtsunterricht werden videografiert. Nach der Spurensuche vor Ort geht es nun um wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem kulturellen Erbe des Hambacher Festes. Auch hierfür haben die Studierenden herausfordernde Aufgaben vorbereitet. Und ihr dürft euch gerne dieser Mappen bedienen, die sind für euch da zum Notizen machen, aufschreiben. Vielfältiges Quellenstudium steht im Vordergrund. Ja, nee, Mainz ist Teil von der Buchreihe Deutschlands Wiedergeburt. Immer geht es auch um das Erkennen, Prüfen und Hinterfragen geschichtskultureller Deutungen. Dabei betreuen die Studierenden die Schülerinnen und Schüler intensiv bis zur Präsentation der Ergebnisse. Moderner Geschichtsunterricht für beide Seiten. Das Zentrum für Lehrerbildung koordiniert die Lehr-Lern-Forschungslabore und hat dabei immer die Praxis im Blick. Unsere Studierenden, die durch die Labore gegangen sind, die dort eigene Unterrichtsprojekte erprobt und aufgenommen haben, die werden, denke ich, als routiniertere Profis in Sachen Selbstreflexion dann in die weitere Ausbildung und in die spätere Praxis gehen. Ein weiterer Partner des Lehr-Lern-Forschungslabors an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist die Fachdidaktik Physik. Hier werden schon seit einigen Jahren Schülerexperimente entwickelt. Denn an den Schulen dominieren mittlerweile die Demonstrationsexperimente auf dem Lehrertisch. In der Physikdidaktik der Universität Mainz aber ist man überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler, die kognitiv aktivierende Experimente selbst durchführen, zu einem nachhaltigeren Verständnis physikalischer Zusammenhänge gelangen. Ein Schwerpunkt wird auf die Entwicklung von Virtual-Reality-Experimenten gelegt.
Heute bereiten die Studierenden Experimente zur Quantenphysik vor. Anspruchsvolle Aufgaben, die am nächsten Tag Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse durchführen sollen. Es gibt Qualitätsmerkmale für guten Unterricht oder für Unterricht ganz allgemein. Und diese Merkmale sind fachunabhängig. Jedes Lehr-Lern-Forschungslabor wird von einem Seminar begleitet, in dem bildungswissenschaftliche Inhalte vermittelt werden. Ja. So werden Praxis und Theorie möglichst eng miteinander verzahnt. Natürlich haben wir eine Besonderheit mit diesem Experimentieren. Aber es ist faktisch, das Experimentieren auch nur eine besondere Art der Gruppenarbeit. 10 Minuten bekommt ihr eine Erarbeitungszeit und dann erstellt ihr mal eine möglichst kognitiv aktivierende Aufgabenstellung zum Thema Mechanik und Optik. Langfristig soll die Teamarbeit der Studierenden in den Lehr-Lern-Forschungslaboren auch die Schulen verändern. Was für uns ein ganz neuer Ansatz ist, der uns ganz wichtig ist und der, glaube ich, den Lehramtskandidaten auch sehr zugute kommt, ist, dass sie das immer im Team machen. Dass also diese frühere Spielregel, mein Schulklasse, mein Klassenzimmer, das betrete nur ich und da darf kein anderer meiner Kollegen reingucken, dass wir die durchbrechen und dass wir die Lehramtskandidaten heutzutage teamfähig machen, dass sie gemeinsam den Unterricht konzipieren und dass sie das gemeinsam dann später auch in der Schule wirklich umsetzen können. Im Lehr-Lern-Forschungslabor Physik muss sich nun erweisen, ob die Experimente der Quantenphysik von den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse der Internatsschule Schloss Hansenberg eigenständig bearbeitet werden können. Jeder Studierende ist für ein Experiment verantwortlich, gibt Hilfestellungen, motiviert und beobachtet. Und hat dabei immer den Physikunterricht der Zukunft im Blick. Ich finde, moderner Physikunterricht ist nicht mehr dieser alte Frontalunterricht, so wie man aus der Schulzeit kennt, sondern wirklich mit Medien arbeiten oder auch zum Beispiel hierhin kommen und die Kinder selbst experimentieren lassen, Eigenständigkeit erleben lassen. Ich möchte Sie heute auf eine Reise mitnehmen, auf eine sehr kurze. Wie können wir jetzt digitale Medien einbinden, um die Lernqualität zu verbessern? Die Ergebnisse aus den Lehr-Lern-Forschungslaboren in der Fachdidaktik Englisch kommen bereits jetzt den Lehrerinnen und Lehrern zugute. Bei einer Weiterbildung an der Universität in Mainz lernen sie gemeinsam mit Studierenden, wie in Zukunft individualisierter Englischunterricht gestaltet werden kann. In einem Workshop lernen Studierende, Lehrerinnen und Lehrer dabei ganz praktisch, interaktive Materialien für den eigenen Unterricht zu erstellen. So. Da die Idee so ein bisschen ist, dass vielleicht das analoge Schulbuch ein bisschen veraltet ist. Und wir lernen jetzt tatsächlich, wie wir mit den Laptops Schulbücher für unsere Schüler erstellen. Ich kann mit Vorlagen arbeiten, ich kann statische Inhalte, also Texte und Bilder im Wesentlichen, in so Multitouch-Büchern einbauen. Ich kann aber natürlich auch multimediale Inhalte einbauen, nämlich im Wesentlichen Audio-Files, relativ simpel und Filme oder Filmsequenzen. Das virtuelle Lehrmaterial soll später dann in einem Lehr-Lern-Forschungslabor erprobt werden. Das Quiz am besten. Also auf die Seite würde ich das gerne. Ich glaube, du musst erst das hier schließen. Mit einem Klick sollen die Aufgaben im neuen Lehrmaterial an den individuellen Kenntnisstand der Schüler angepasst werden. Ich würde die Seite nochmal gestalten, ja. Habe ich gesagt. Ja. Ja. Kriegst du hin, oder? Krieg ich hin, ja. Gut. Danke. In enger Zusammenarbeit mit den Partnerschulen widmen sich die Lehr-Lern-Forschungslabore in der Fachdidaktik Englisch ganz praktisch der innovativen Sprachvermittlung. Wir haben zum Beispiel uns der Frage gewidmet, wie können wir Teenager dazu bringen, mehr zu sprechen. Die Studierenden haben Materialien entwickelt, um Fußballkommentare abzugeben. Das heißt, die Achtklässler sind angeleitet worden, auf Englisch Kommentare zu Champions League-Spielen zu geben. Wir nutzen diese Prozesse, die wir da initiieren, sodass wir mit den Schulen, mit den Lehrern was sehr Nachhaltiges und Vertieftes an den Schulen etablieren können. In den Bildungswissenschaften werden die Videos der Lehr-Lern-Forschungslabore von den Studierenden analysiert. Schwerpunkt ist dabei immer der Blick auf die 3 Basisdimensionen guten Unterrichts: Klassenführung, Klassenklima und vor allem kognitive Aktivierung. Ich hab auch. Ja. Ja.
Motivation, vielleicht Körperhaltung würde da vielleicht passen. Mit Hilfe von Indikatoren beobachten sie etwa die Gruppendynamik, das Teamwork, die Eigenständigkeit und die Motivation der Schülerinnen und Schüler und lernen an deren Verhalten, lernwirksame Unterrichtsmomente zu erkennen und zu analysieren. Ich finde Körperhaltung auch ein bisschen schwierig zu. Die Schüler reagieren mit Augenrollen, stöhnen oder zusammensinken und dann ist vorhanden, nicht vorhanden, wer dann. Das ist wahrscheinlich das Einfachste bei dem Indikator, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass sie sehr differenzieren können, ob jemand so komplett oh mein Gott macht oder ein anderer eher so macht. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber für den Indikator finde ich das passend. Da kann man auch gut rechtfertigen, dass man sagt, vorhanden, nicht vorhanden. Und bei anderen ist es manchmal hilfreicher, wenn man noch diese Abstufung hat. Okay, und dasselbe für positiv könnte man dann formulieren. Die Videos aus den drei Lehr-Lernlaboren sind aber auch Forschungsinstrument für die Bildungswissenschaftler. Sie analysieren alle Unterrichtssituationen mit Blick auf die kognitive Aktivierung. Das war gar nicht so einfach anfangs. Sie hatten sehr starke Probleme, sich überhaupt mit dem Apparat beschäftigen zu können, also diese Arbeitsaufträge zu verstehen und das dann auch umzusetzen. Also gerade bei dieser Gruppe war es so, dass der Student sehr oft helfen musste. Also das ist vielleicht genau die spannende Frage, ne? Wenn man das jetzt das Video mal zur Grundlage nimmt, inwiefern dort kognitive Aktivierung dann tatsächlich auch stattfinden kann, ohne die Unterstützung durch die Lehrkraft. Ja? Also funktioniert es wirklich? Ja? Dass die Lehr-Lern-Forschungslabore nicht nur funktionieren, sondern auch wichtige neue Erkenntnisse für die Lehramtsausbildung bringen, beweisen sie seit ihrer Einführung im Januar 2016. Also ein zentrales Ergebnis, was wir in den Lehr-Lern-Forschungslaboren auch wirklich erkennen können, auch empirisch auch nachweisen können, ist, dass wir es geschafft haben, unsere Studierenden auch wirklich auch zu professionalisieren. Ja? Also wir sehen, welche Früchte unser Konzept auch trägt, dass sie in der Lage sind, auch systematisch Unterricht zu beobachten, zu bewerten und dort auch die kognitive Aktivierung, diese Momente, die entscheidend sind, auch wirklich zu erkennen. Und noch etwas überzeugt die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer an den neuen Wegen, die in Mainz gegangen werden. Natürlich, also auf der einen Seite andere auch analysieren kann, aber eben mich selbst in meiner Lehrerrolle kritischer begutachten kann und daraus dann aus meinen Fehlern und lernen kann, aber natürlich auch die positiven Seiten sehen kann. Die begleitende Evaluation des Projekts hat das Zentrum für Qualitätssicherung übernommen und die Ziele für die Zukunft sind klar. Nämlich zum einen die Ausweitung unserer Lehr-Lern-Plattform, die Bestückung mit entwickelten, mit evaluierten Materialien und zum zweiten die Einbeziehung weiterer Schulfächer, und zwar modellhaft so, dass wir am Ende ein Mainzer Modell der Lehrerbildung haben, das potenziell anwendbar ist und ausweitbar auf alle Schulfächer, auf alle, sagen wir, gymnasialen Schulfächer. Ein Mainzer Modell der Lehramtsausbildung, interdisziplinär, innovativ, in Theorie und Praxis.